Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch zeigen, was euch daran hindert, besser zu werden, beziehungsweise weshalb ihr nicht so schnell besser werdet. Wenn euch Videos hier natürlich auf den Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Es fehlen nur noch 98 Abonnenten, bis hin 1000. Ist wirklich gerade der Endspurt und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das diesen Monat erreichen könnten. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video und schaut auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und lasst natürlich dort auch ein Follow da. Dann verpasst ihr nämlich auch keine weiteren Streams mehr. Und ich würde sagen, wir beginnen halt mit dem ersten Punkt und ich hätte euch immer empfohlen und ich sage das wirklich in so ziemlich jedem Video, beginnt einfach mit Warm-up am Anfang. Spielt, auch wenn ihr wenig Zeit habt, spielt nicht einfach direkt am Anfang direkt ein Turnier. Das bringt euch einfach nichts. Natürlich, wenn ihr Fun daran habt, einfach ins Turnier reinzugehen, dann macht das gerne. Aber um wirklich besser zu werden, bringt es euch nichts, wenn ihr dann einfach nur 3 Stunden Turnier zockt und euch vorher nicht aufgewärmt habt. Deshalb immer eine halbe Stunde mindestens am Anfang aufwärmen, beziehungsweise hätte ich euch empfohlen, eine halbe Stunde aufzuwärmen. Ich mache da immer die Mongol Classic Map, danach dann einmal den Skywalk Aim Trainer und dann noch als letztes ein bisschen Freebuild. Kennt ihr auch schon aus meinen anderen Videos und das muss man einfach immer am Anfang machen, immer ein bisschen freebuilden und so, damit man in die ganzen Mechanics reinkommt, damit man danach einfach wirklich sich aufs Game konzentrieren kann und nicht dann erst so die ersten 5 Runden in einem Turnier sich einspielen muss und dort nur auf die Fresse bekommt. Das bringt euch dann nämlich nichts, weil ihr natürlich in einem Turnier deutlich weniger Build-Situations habt, deutlich weniger Fights im Generellen und euer Aim wird dadurch auch nicht so schnell aufgewärmt. Deshalb verschwendet ihr dadurch im Prinzip einfach nur eure Zeit und so ist es einfach effektiver, wenn ihr am Anfang wirklich sagt, ihr spielt eine halbe Stunde, dann Creative Mode, dann verliert ihr vielleicht eine halbe Stunde eines Turnieres, aber ist ja am Ende auch nicht so schlimm. Dafür trainiert ihr dann besser und ich meine, wenn ihr unaufgewärmt in Turnier reingeht, dann ist die Chance, dass ihr etwas gewinnt, auch wenn ihr ein guter Spieler seid, schon relativ gering. Deshalb am Anfang immer ein bisschen aufwärmen, ist auf jeden Fall ganz gut. Und danach kann man, wenn man wirklich wenig Zeit hat, direkt ins Turnier reingehen. Allerdings hätte ich es euch definitiv nicht empfohlen. Ich finde, wenn man hier direkt rausgeht, dann ja, fehlt irgendwie immer noch so ein bisschen was beim Warm-up. Und deshalb empfehle ich euch, was eine wirklich gute Methode ist, einfach danach nochmal, auch bevor ihr in 1v1 oder so geht, geht einfach einmal hier in die Zone Wars Map rein. Kann man ja hier hinten auf der anderen Seite sehen, wird auch alle paar Monate oder alle paar Wochen ausgetauscht und dann hat man wieder eine neue Map. Zurzeit ist immer Tropical Zone Wars. Ist auf jeden Fall besser als die letzte Zone Wars Map. Mittlerweile kennen das auch relativ viele Leute und spielen es auch relativ viele gute tatsächlich. Das heißt, ist etwas leichter, es geht eben halt um nichts, weshalb ihr wirklich entspannt im Prinzip von dem Creative Mode, wo man ja wirklich gar keine Gegner hat, in Richtung Normal Game gehen könnt, aber eben halt da nicht direkt zu den besten Gegnern geht und wenn ihr dann dort eben halt verlieren würdet, dann seid ihr eben halt instant raus. Hier in der Zone Wars Map habt ihr es immer ganz entspannt, habt 5 Runden und könnt euch da so langsam einspielen und das empfehle ich euch auch immer, wenn ihr danach beispielsweise in 1v1 sucht. Und das würde ich generell danach, wenn man zumindest die Zeit hat, würde ich danach immer noch 1v1s machen, weil es einfach auch extrem gut trainiert. Allerdings muss man das nicht unbedingt machen. Also auch wenn man dann 1, 2 Runden Zone Wars zockt, kann man auch einfach direkt in eine Runde Arena reingehen oder was auch immer. Oder man sucht sich eh mal dann noch währenddessen noch Realistic 1v1s. Und ich würde sagen, Realistic 1v1s ist wirklich das Einzige, was sich wirklich lohnt an egal ob es Buildfights oder Boxfights sind, weil ihr mit Realistic 1v1s einfach am besten alles trainiert. Ich werde euch jetzt auch nochmal die Map dazu zeigen. Ist auf jeden Fall extrem gut. Sucht euch dafür einfach auf einem Discord Gegner, wie beispielsweise dem Enigma Discord. Dort sind immer viele Leute und ihr findet eigentlich instant auch irgendwelche Mitspieler und die sind meistens tatsächlich auch dann relativ gut. Geht immer auch relativ schnell, also die Runden starten direkt hintereinander, man hat keine langen Wartepausen zwischen den einzelnen Maps und kann direkt wieder in die nächste Runde reingehen, was auf jeden Fall ganz nice ist und so trainiert man auf jeden Fall extrem gut, auch mit wenigen Mats zu gewinnen, weil das Problem bei normalen Buildfights ist eben halt immer,
ja, dass die Mets nie alle gehen können, wenn ihr im Normal Game seid und dann auf einmal eure Mets, also man achtet ja, wenn man unendliche Mets hat, nicht darauf, wie viele Mets man hat, logischerweise irgendwie. Aber wenn ihr im Normal Game seid und ihr dann eben halt dauerhaft nicht auf die Mets achtet, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich, oder ist die Chance, dass ihr an Fall Damage stirbt oder dass ihr daran stirbt, dass ihr irgendetwas nicht placen könnt, ist deutlich höher und deshalb empfehle ich es immer dann noch mal eben halt auch so ein Ross, was auch eben halt super gut ist, weil man da ja auch begrenzte Mets hat, dass man einfach diese normalen Mechanics trainiert und dann nicht nur in den Creative Mode Sachen bleibt. Das ist auf jeden Fall deutlich besser. Auch Boxfights, finde ich, lohnt sich lange nicht so, weil es eben halt immer das gleiche ist. Generell, meistens ist ja die Boxfight-Situation so, der eine ist eingeboxt, der andere versucht rauf zu pushen. Dann macht der Gegner eigentlich immer das gleiche, meistens immer hier den, dann wieder schießen. Ja, geil, ich kann nicht schießen. GG, also ich, Real Talk, ich kann einfach gar nicht schießen. Das ist komplett. Aber normalerweise ist es ja immer so, man macht dann Edits und schießt dann wieder, macht dann einen anderen Edit, schießt wieder. Ist aber irgendwie immer das Gleiche. Man bleibt nur in einer anderen Box und macht dann immer wieder Edits. Dafür kann man auch einfach sich 3 Minuten im Freebuild geben und dann immer so Edits trainieren. Hilft einfach mehr als reines Boxfighten. Und deshalb finde ich auf jeden Fall Realistic 1v1s um einiges besser als, als Boxfights und auch als Buildfights. Und ich empfehle es euch wirklich zu machen. Wenn ihr dann Realistic 1v1s durch seid und mit Sonos durch seid und dann wieder zurück in die normale Lobby geht, dann würde ich euch auch empfehlen, nicht einfach Solo oder so zu spielen, denn das bringt wirklich nur sehr, sehr wenig im Vergleich zumindest zur Arena. Deshalb geht da einfach in eine Runde Arena rein, auch wenn ihr am Anfang da einfach auf die Fresse bekommt. Aber zieht es einfach durch, spielt dann ganz entspannt. Versucht euch nicht zu sagen, dass ihr, wenn ihr verkackt, direkt die Punkte verkackt. Ihr müsst einfach die Punkte ausblenden, die ihr vielleicht pro Runde dann immer verliert. Weil ihr so einfach am besten trainieren könnt, um so gegen bessere Spieler einfach zu spielen. Und mit 50 Leben pro Kill und so ist es auf jeden Fall deutlich nicer als die Normal Modes. Zwischendurch kann man auch mal die Operation Matches spielen. Eventuell werden dort ja auch noch Turniere kommen. Es gab ja mal ein Test-Event. Ansonsten kam aber tatsächlich bisher da ja tatsächlich nichts. Aber kann man auf jeden Fall auch mal zwischendurch spielen, um ein bisschen zu entspannen. Finde ich es immer noch trotzdem besser als die Normal Modes. Und generell, wenn ihr irgendeinen richtig guten Mate habt, der viel, viel besser ist als ihr selbst, dann bringt es euch auch nichts, wenn ihr vielleicht Arena Duos spielt und euch dann nur durchcarryen lässt. Weil am Ende, am Ende macht ihr im Prinzip gar nichts. Ihr sterbt vielleicht immer am Anfang. Euer Mate carryt euch bis zum Ende jedes Mal durch. Ihr sitzt dann im Prinzip 20 Minuten nur da und schaut dem zu. Und ja, man lernt dadurch nur relativ gering etwas. Es ist allerdings auch nicht so gut, gegen deutlich schlechteren Spieler zu spielen, weil ihr, beziehungsweise mit einem deutlich schlechteren Spieler zu spielen, weil ihr dann eventuell euch so denkt, ja, ihr seid ja besser als der Gegner, als euer Mitspieler. Deshalb müsst ihr ja nicht mehr unbedingt so viel trainieren, weil ihr ja schon extrem krass seid. Am besten ist es, wenn der Mitspieler leicht besser, beziehungsweise genauso gut ist wie ihr, denn dann wollt ihr eben halt, oder will der Kopf immer versuchen, dass ihr besser als euer Mitspieler seid. Und das pusht euch eben halt mehr, als wenn ihr einen deutlich schlechteren Mitspieler habt oder einen deutlich besseren Mitspieler. Deshalb immer versuchen, wie gesagt, gegen Gleichgute oder gegen etwas Bessere zu spielen. Und auch nicht einfach mit den Freunden in eine normale Runde Squads reinzugehen. Das trainiert einfach nicht. Genauso trainiert es aber auch nicht, wenn ihr einfach im Creative Mode mit euren Freunden nur, also mit euren jetzt vielleicht nicht ganz so guten Freunden einfach 1v1s und so macht. Das bringt euch auch nichts, weil ihr dadurch natürlich auch nicht wirklich trainiert. Also man sollte wirklich immer versuchen, gegen gleich gute bzw. leicht bessere Spieler zu spielen. Beziehungsweise gerade wenn man Realistic 1v1s macht, ist es extrem gut, wenn man wirklich gegen deutlich bessere Spieler spielt. Wo man dann vielleicht auch mal eine von 10 Runden gewinnt und der Gegner dann eben halt 9 Runden gewinnt. Ihr könnt einfach, zumindest wenn ihr es richtig macht, könnt ihr daraus lernen, was der Gegner macht. Wenn ihr seht,
Ja, der macht die Techniken immer, um gegen euch zu gewinnen. Dann schaut ihr euch das an, versucht es beim nächsten Mal dann auch in euren eigenen Spielstil zu implementieren. Und häufig ist es so, dass wenn ich gegen solche Spieler spiele, dass die vielleicht von den ersten 10 Games 9 gewinnen. Allerdings, wenn wir dann ein Rematch machen, gewinne ich vielleicht schon die Hälfte davon, weil ich mir einfach anschaue, was macht der Gegner besser als ich, macht dann die gleichen Techniken, beziehungsweise macht die Techniken dann selbst verändert und dadurch gewinne ich dann eben halt selbst gegen den viel, viel krasseren Gegner, von dem man vielleicht am Anfang denkt, dass man niemals gegen den gewinnen könnte, dann gewinnt man vielleicht trotzdem gegen den und das hilft auf jeden Fall extrem gut weiter. Es gibt ja auch hier jetzt die Boxfight-Maps, wo man auch 1v1-Boxfights so machen kann. Und da hinten gibt es ja auch Skyfall-Boxfights, was auch ein nicer Spielmodus ist, keine Frage. Das bringt lange nicht so viel wie Realistic 1v1s und wie Zone Wars. Zum Fahren kann man aber auch hier einmal reingehen, ist auch ganz nice. Aber wie gesagt, ist nicht das Beste, was man spielen kann. Das waren soweit eigentlich die ganzen Tipps, die ich euch mitgeben kann. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare und dann bis zum nächsten Video. Ciao.